Ja, einen schönen guten Abend, danke Ihnen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, nicht nur von Ronald Reagan, der hier vielleicht passenderweise in einen Film namens The Dark, Dark Hours einführt. Nach Reagan ist Donald Trump bekanntermaßen der zweite amerikanische Präsident mit einer filmischen Vergangenheit. Der Vergangenheit eines Mannes, von dem wir uns alle fragen, wie um alles in der Welt konnte es so weit kommen, dass er jetzt tatsächlich auch zum G20-Gipfel in Deutschland empfangen werden musste. Und vielleicht, ja, ist es das Ziel meines Vortrags auch, dass wir ein bisschen besser verstehen lernen, warum Donald Trump es zum mächtigsten Mann der Welt geschafft hat, warum die Menschen ihn gewählt haben. Und mein Vortrag, das vorweg, gliedert sich in vier Themenfelder. Zunächst, darauf sind Sie sicher am gespanntesten, zeige ich Ihnen exemplarische Ausschnitte aus seinen Film- und Fernsehserien, in denen er mitgewirkt hat. Dann geht es um die politische Dimension und Inszenierung dieser Szenen. Und dann kommen wir auch zum weiten Feld der Satire und dem Verhältnis zwischen Trump und Hollywood. Alles natürlich anhand ausgewählter Filmausschnitte. Ja, kurz zu meiner Person. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch nicht. Ich kuratiere hier mit drei Kollegen zusammen das Kinoprogramm im Kino des Deutschen Filmmuseums und bin sonst eher derjenige, der begrüßt, anstatt hier den Vortrag zu halten. Das ist vielleicht auch noch interessant zu meinem Werdegang, dass Sie sich nicht wundern, warum ich jetzt hier über Trump rede. Ich habe neben Filmwissenschaft auch Politikwissenschaft und Publizistik studiert und seit 2000, seit dem Wahlkampf zwischen George W. Bush und Al Gore, mich immer wieder, gerade aus der Sicht der Medienwirkungsforschung, mit amerikanischen Wahlkämpfen auseinandergesetzt. Ja, aber jetzt zunächst zu unserem Donald, den wir jetzt heute uns anschauen werden. Im Gegensatz zu Ronald Reagan, der es als Schauspieler auf 80 Filme brachte, hat Donald Trump bei 25 Film- und Fernsehserien partizipiert. 25. Die wenigsten davon kann man explizit als Schauspiel bezeichnen, denn meist ist es ein Cameo-Auftritt. Das heißt, Donald Trump spielt sich selbst. Und das auch noch eher kurz. Einen schönen ersten Überblick bietet ein Zusammenschnitt, den ich auf YouTube gefunden habe, bei dem Kanal CH2. Die haben den passenden Slogan Making it Weird. Und der fasst immerhin 11 der 25 Ausschnitte in Kurzform zusammen. Also Clip 2 bitte. Ja, hätten Sie gedacht, dass Donald Trump schon einmal mit Hugh Grant, Will Smith und Whoopi Goldberg zusammengespielt hat? Das ist nur der Gipfel, die Oberfläche, die wir heute antasten werden. Frage ist natürlich, was verraten uns diese Auftritte über den nun mächtigsten Mann der Welt? Die Erzählerstimme sagt in Sex and the City, Samantha, a cosmopolitan und Donald Trump, mehr könne New York nicht bieten. Dann sieht Trump kurz herüber und verlässt das Lokal. Wie geht die Szene weiter? Sein Gesprächspartner, der ältere Herr, nutzt die Gelegenheit, um nach einem lüsternen Grinsen mit Samantha zu flirten. Sie habe ihn so betört, dass sein Deal mit Trump soeben geplatzt sei. Nun schulde sie ihm 150 Millionen Dollar. Sie sagt, can I write you a check? Daraufhin lädt er sie auf einen Drink ein, was sie ablehnt und erwidert mit der Frage, can I buy you an island? Kann ich Ihnen eine Insel kaufen? Woraufhin Samantha große Augen kriegt. I don't know. Can you? Selbst unter den Reichen ist Trump der Größte. So ist in einer Folge, die ich gerade nicht zeigen konnte, weil die Bildqualität so schlecht war, der Serie Die Nanny, ist er zu sehen, wo er auf den Milliardär Maxwell Sheffield trifft. Und die Hauptfigur Fran stellt die beiden einander vor. Das unterbricht sie aber, indem sie den Satz lachend verkündet, All you handsome zillionaires know each other. Maxwell kennt Trump, aber Trump kennt ihn nicht. Und er muss sich dann ganz sacht an Fran vorbeischieben und nochmal vorstellen, der Maxwell. Trump ist der Größte unter den Reichen, so wird er inszeniert. Für Kurzauftritte mit klarer Aussage war Trump auch in Hollywood immer zu haben. Und so ist er es eben auch, der bei Ben Stillers Zoolander auf dem roten Teppich, noch unverheiratet neben Melania stehend, verkündet, Without Derek Zoolander, male modeling wouldn't be what it is today. Das kann nur Trump verkünden. Oder in Eddie aus dem Jahr 1996, da prahlt er über die von Whoopi Goldberg gespielte und lange unterschätzte Hauptfigur. Actually, hiring Eddie was my idea from the beginning. Trump ist der Weise, der Situationen früher und besser einschätzen kann als andere. Ein Image, das ihm heute sicher nützlich ist politisch. Ein Star ist er in jeder dieser Situationen. Und, das verwundert kaum, er steht für New York wie wenige andere. Das hat sogar überraschenderweise der New York-Regisseur schlechthin erkannt. Woody Allen. Clip 3 bitte.
Das war's tatsächlich schon in Celebrity aus dem Jahr 1998 mit dem deutschen Titel Schön, Reich, Berühmt. Thematisiert Woody Allen das amerikanische Phänomen, dass es fast jede Person zu Starruhm bringen kann. Hier wird Trump von Judy Davis in einem Restaurant interviewt, und zwar in seiner Funktion als New Yorker Immobilien-Tycoon. Und da erzählt er genau das, was er normalerweise auch in richtigen Interviews erzählt. Das war die Vorgabe von Woody Allen. Das war 1998. Noch spannender ist aber, wie Woody Allen Trump 9 Jahre zuvor, 1989, bereits in Crimes and Misdemeanors, Verbrechen und andere Kleinigkeiten, ins Spiel bringt. Hier hat ein Videoblogger ein kleines Kunstvideo entstehen lassen, also nicht ganz so, wie es im Film vorkommt, das ich aber so schön fand, dass ich es Ihnen gerne zeigen möchte. Clip 4 bitte. Ja, das ist kein Aufruf zum Attentat, sondern lediglich die Idee eines erfolglosen, fiktiven Dokumentarfilmregisseurs, einen Hit mit Donald Trump als Star zu landen. To be shot in New York. Also 1989 schon Woody Allen mit Trump. Die Faszination Woody Allens für Trump ist bemerkenswert und vielleicht dazu erstmal eine kleine historische Einordnung. 1980 gibt es den allerersten Fernsehauftritt Trumps, in dem der damals 33-Jährige mit dem Kauf des World Trade Centers in Verbindung gebracht wird. 1987, 7 Jahre später, fragt ihn Talkmaster Larry King, der legendäre auf CNN mit den Hosenträgern, ob er angesichts einer ganzseitigen Zeitungsanzeige zur US-Außenpolitik nicht lieber selbst Präsident werden wolle, was Trump verneint. Mit The Art of the Deal gelingt Trump im selben Jahr ein Bestseller, der sich fast ein Jahr lang in den Charts der New York Times hält. 44 Wochen, um genau zu sein. Und es schadet ihm nicht einmal, als herauskommt, dass er vermutlich keine einzige Zeile selbst geschrieben hat. Was wir nachher sehen werden in voller Länge, diesen Film The Art of the Deal, der ist eine fiktive Verfilmung dieses Bestsellers, den Trump damals 1987 rausgegeben hat, aber dann mit Johnny Depp als Donald Trump. Das ist etwas, worauf Sie sich schon mal freuen können. Ja, Sie alle kennen vermutlich auch American Psycho, den Oscar-gekrönten Film 2000 mit Christian Bale in der Hauptrolle. Im Film kommt er nicht vor, aber in der Buchvorlage ist Trump zur Muße des Psychopathen Patrick Bateman erklärt worden. Sein Name wird insgesamt 30 Mal erwähnt, zählten amerikanische Filmkritiker nach, und Bateman ist ein so großer Fan von Trump, dass er ihm alles nachzumachen versucht. Er teilt Trumps Leidenschaft zum Beispiel für die Band U2, geht auf deren Konzerte, er liest The Art of the Deal, eifert dem Milliardär auf den vielfältigsten Belangen nach. Es gab nun auch Interviews mit dem Autor Bret Easton Ellis, und er wurde gefragt, ob Bateman heute noch Trump nacheifern würde. Er hat gesagt, nein, heute wäre dieser Bateman von Trump enttäuscht. Und ja, weil es eben ein ganz anderer Trump ist, der Trump von damals war ein Wirtschaftsheld. Deswegen The Art of the Deal, die Kunst des Verhandelns, da konnte er wirklich so eine besondere Rolle einnehmen. Und diese Enttäuschung, die Easton Ellis beschreibt, um diese Enttäuschung geht es auch in The Fresh Prince of Bel-Air mit Will Smith. Und wir haben eben schon den ersten Ausschnitt davon gesehen, aber ich möchte Ihnen diesen Ausschnitt einmal in voller Länge zeigen. Es sind 2,5 Minuten, denn das ist wirklich sehenswert. Clip 5 bitte. Als Star wird Trump immer inszeniert. Seinetwegen fällt Will Smiths Freund Jazz sogleich in Ohnmacht, als Trump mit damaliger Ehefrau das Wohnzimmer betritt. Oh my God, it's the Donald. The Donald. Eine Marke, eine Kunstfigur mit einem eigenen Titel. Ashley, als Serienfigur, die Cousine von Will Smith, beginnt ebenfalls Trump anzuschreien. Thank you for ruining my life. Auf die Frage seiner Frau, warum Ashley das gesagt habe, winkt Trump lässig ab. Everybody is always blaming me for everything. Ein Satz, der bis heute gilt und vermutlich mehr Berechtigung denn je hat. Aber Trumps Hang zur Selbstironie ist auffällig. Er hat offensichtlich auch Humor. Und das zeigt sich neben dieser Rolle vielleicht auch in Rollen, wo er einen fiktiven Charakter spielt. Auch das gibt es nämlich. So etwa in der Serie Nightman, die hierzulande etwas unbekannter ist, in der es um einen Jazzmusiker geht, der durch einen Blitzeinschlag getroffen wurde und seitdem als Superheld Superschurken jagen muss. Donald Trump wird hier für den perfekten Banküberfall missbraucht. Clip 6 bitte. Als eine Art Werwolf erscheint Trump in dieser Folge der Serie Nightman, wo sich der böse Antagonist, wie gesagt, beliebig verwandeln kann. Dies führt zu einem der simpelsten Banküberfälle der Film- und Fernsehgeschichte.
als Trump verwandelt und durch seine Komplizin angekündigt, wird er vom Manager der Bank empfangen, der ihm freudestrahlend $10.000 aushändigt. Und nicht nur das, er fragt, ob es nicht noch ein bisschen mehr sein darf. Freut sich zudem wie ein kleines Kind, als ihn der falsche Trump mit dem Vornamen anredet, Warren Trump, das Idol, das sich für jeden Zweck hergibt und sei es noch so unmoralisch. In Spin City, im deutschen Chaos City, sind wir im Herzen der Macht von New York, eine weitere Serie. Michael J. Fox spielt hier den Assistenten des etwas tollpatschigen New Yorker Bürgermeisters. Und ja, die Szene möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen. Und achten Sie mal bei diesem Clip auf die Inszenierung des Raumes, vielleicht auch die Flagge und die Darstellung Donald Trumps. Clip 7 bitte. Also, Michael J. Fox-Figur stellt dem New Yorker Bürgermeister Donald Trump vor. Vor einer riesigen, aufgestellten amerikanischen Flagge kommt Trump ins Bild. Wie fast immer mit dunklem Anzug, weißem Hemd und roter oder rötlicher Krawatte. So sieht er in fast jedem seiner Cameos aus. Der erfolgreiche Businessman eben. Und Fox betont, dass Trump neben The Art of the Deal auch noch The Art of the Comeback geschrieben habe. Two Box, fragt der Bürgermeister sarkastisch. Well, sit down. Und lächelte Trump in diesem Moment noch auf getroffene Weise verkniffen, so stellt er die Machtverhältnisse nun schlagartig auf den Kopf. Er geht um den Tisch herum und setzt sich auf den Chefsessel des New Yorker Bürgermeisters. Von nun an gibt er die Anweisungen. Trump wird ganz klar als Macher inszeniert, jedoch als keiner, der anderen hilft, sondern der sich selbst in den Vordergrund stellt. Und da sind wir auch schon bei der politischen Strategie und Inszenierung. Er begründete die Marke Trump, die auch auf dem Image seiner eigenen Person fußt. Die festbetoniert wirkende Frisur hat sich über die Jahrzehnte kaum verändert, wenngleich der Farbton etwas ins Orangefarbene changierte. Der pompöse Trump Tower im Herzen New Yorks tat sein Übriges. Und dachte man damals, er wolle der Ronald McDonald der Immobilienbranche werden, eine Art Werbefigur für sein Unternehmen, einen Pausenclown mit Starallüren, so muss man heute das Urteil natürlich revidieren. Trump schuf sich ein Image als Kunstfigur, das ihn nun als Politiker nahezu unangreifbar macht. Denn dieser Mann hat in Film und Fernsehen schon vor seiner politischen Laufbahn für dermaßen viele Absurditäten gesorgt, dass man immer schon über Trump gelacht hat. Jedoch häufig eben mit einer im Subtext mitschwingenden Anerkennung für seine wirtschaftlichen Leistungen. Er ist das neue reiche Idol. Er steht bei vielen seiner Befürworter für das letzte Überbleibsel des amerikanischen Traums, dass man nur hart arbeiten müsse und dann kann man sein Ziel erreichen. Und das paradoxerweise, obwohl Trump als reicher Erbe von seinem Vater zu Beginn seiner Karriere mit einem Startkapital in Millionenhöhe ausgestattet worden war. Sie erinnern sich vielleicht an Der Clou, The Sting. Da spielt Robert Redford einen kleinen Kriminellen und nach dem ersten gelungenen Coup ist er dann in schickem Outfit unterwegs zu seiner Freundin und bevor die Bühne verlässt, wird er von den Leuten dort gefragt, hat Rockefeller dich adoptiert? Diesen Ruf hat Trump heute offenkundig bei den kleinen Leuten erreicht, eine ähnliche Prominenz. Und wir schauen uns mal an, was der Hollywood Reporter dazu sagt. Clip 8. Unfassbar, selbst in der Sesamstraße tritt er als Donald Trump in Erscheinung und ja, er hat in einem Interview auch mal sich zu seinen eigenen Schauspielkünsten geäußert und da kokettiert er dann eher damit. Er hat den Satz fallen lassen, der legendäre Clark Gable habe nichts zu befürchten. Als Star wird er trotzdem immer inszeniert und hat vor allen Dingen das Genre übergreifend gemacht. Und dahinter steckt eine fatale Strategie. Denn um sein Image in wirklich allen Zielgruppen zu verbreiten, entschied sich Trump auch für überraschende Cameo-Auftritte und kleine Rollen in Kinder- und Familienfilmen. Sesamstraße war jetzt nur ein Beispiel. Am bekanntesten ist vermutlich auch sein Kurzauftritt in Kevin allein in New York, Home Alone 2. Dabei irrt der kleine Kevin, wir haben es am Anfang gesehen, durch die Gänge des New York Plaza Luxushotels. Inmitten dieser glitzernden und blinkenden Welt voller gigantischer Kronleuchter geht er staunend umher. Im Vorbeigehen fragt er einen Herrn, "Excuse me, where's the lobby?" Dieser Herr im schwarzen Mantel ist Donald Trump und sein einziger Satz im Film lautet Down the hall and to the left. Als sich Kevin bedankt und weitergeht, dreht sich Trump ein letztes Mal um, sieht dem Jungen nach und geht weiter. Wie kam es dazu?
Das Plaza Hotel gehörte zum Zeitpunkt des Drehs Donald Trump und im Gegenzug für die Drehgenehmigung forderte er den Kurzauftritt ein. Und so kommt es, dass Trump an jedem Weihnachtsfest über die Bildschirme der westlichen Welt flimmert. Das kann man so machen. Weit selbstironischer wirkt Trump, auch das haben wir im ersten Ausschnitt gesehen, in Die kleinen Superstrolche, The Little Rascals von 1994. Da sitzt er in Anzug und Krawatte auf einer Tribüne mit überdimensioniertem Mobiltelefon, mit Antenne am Ohr. Sein kleiner Sohn ruft an, der gerade im futuristischen Rennanzug eine Art Seifenkistenrennen fährt. Hi Dad, it's me. You're gonna be so proud of me. I'm gonna win this race. Du wirst so stolz auf mich sein, Dad. Ich werde das Rennen gewinnen. Die Antwort Trumps könnte kaum zynischer sein. Ohne jede Regung oder Mimik erwidert er, well, you're the best son money can buy. Der beste Sohn, den man mit Geld kaufen könne. Bitterböse und eiskalt zeigt er sich als liebevoller Vater. Das klingt genauso paradox wie seine Ankündigung, was er als Präsident noch alles tun wolle. Ja, und dann reden wir über das Image. Noch wichtiger für ein Image sind natürlich in Amerika die Simpsons. Keine andere Serie hat die Popkultur der vergangenen 3 Jahrzehnte so geprägt wie diese. Und ich möchte Ihnen gerne 2 Ausschnitte präsentieren. Zuerst Clip 9, bitte. Ja, entgegen gewisser Gerüchte ist diese Rolltreppenszene einem echten Szenario nachempfunden und nicht erfunden worden vorweg. Also Trump fährt hinunter und oben jubeln einzelne Menschen mit Schildern. Das hat es tatsächlich gegeben und das wurde jetzt hier bei den Simpsons nachempfunden. Der Weg in die mysteriöse Haarwelt Trumps ist für Homer aber tragisch. Am besten erkennt man dies am Symbol des schwarzen Monolithen aus Kubricks 2001, A Space Odyssey, von dem alles Unheil ausgeht, der aber zugleich eine ungeheure Anziehung auslöst. Die Affen saßen um den Monolithen herum. Trump als Kubricks Monolith, das ist genial. Aber noch genialer ist der folgende Clip, entstanden im Jahr 2000, vor 17 Jahren. Eine Simpsons-Folge, in der Bart in die Zukunft reist und seine Schwester Lisa Präsidentin ist. Lisas Vorgänger im Amt ist Donald Trump, 2000 gedreht. Er hat das Land in den wirtschaftlichen Ruin geritten und Lisa Simpson zieht inmitten einer handfesten Haushaltskrise in das Weiße Haus ein. Trump als US-Präsidenten mit desaströser Wirtschaftsbilanz zu zeichnen sei, Zitat, eine Warnung an Amerika gewesen, sagte der Autor der Folge, Dan Greeney, dem Hollywood Reporter in einem Interview. Es passte zu der Aussicht, dass Amerika verrückt wird. Und das war eigentlich nur gemünzt auf die Amtszeit von George W. Bush. So kam es aber leider eben nicht beim Publikum an. All diese Anspielungen haben nur dazu beigetragen, der Marke Trump zu einer immer omnipräsenteren Wirkung zu verhelfen. Popkultur für den Populisten Trump als politische Starthilfe. Nach dem Motto, wer es hierhin schafft, ins Fernsehen, in diese Serien, ins Kino, der kann so falsch nicht sein. Den größten Coup jedoch landete Donald Trump mit seiner selbst initiierten NBC-Casting-Show The Apprentice, der Lehrling auf Deutsch. 14 Staffeln flimmerten seit 2004 über die US-Bildschirme. Laut BBC verdiente er damit alleine 213 Millionen US-Dollar. Den amerikanischen Wählern dürfte Trump und diese Rolle beim Gang an die Urnen am präsentesten gewesen sein. Als überdimensionierter Dieter Bohlen-Verschnitt zieht er die vielversprechendsten Wirtschaftstalente der USA an, die sich um einen hochdotierten Job in einer seiner Firmen bewerben. Es ist die Elite, die junge Elite des Landes. Und Trumps Markensatz in The Apprentice lautet, "You are fired." Du bist entlassen. Radikal, mutig, klar und entschlossen. Ein echter Leader, könnte man meinen. Und präsentieren möchte ich Ihnen zunächst den Vorspann zu The Apprentice, und zwar zur ersten Folge der ersten Staffel. Hier inszeniert sich Trump als quasi göttliches Wesen. Achten Sie mal darauf und lassen Sie sich bitte nicht von den spanischen Untertiteln irritieren. Clip 11, bitte. Der Vorspann ist ein einziger Werbespot für Donald Trump. Wolkenkratzer in Manhattan, Privatjet, Luxushotel, Golfplatz, Helikopter, Stretch-Limousine. Mittendrin immer Donald Trump, der sich als quasi göttliches Wesen inszeniert. Nahbar und unnahbar zugleich. If you work hard, you can really hit it big. And I mean really big. Schnitt auf die Freiheitsstatue. Drunter macht es ein Donald Trump nicht.
Dabei zeigt er sich auch als geläuterte Figur. Es wäre nicht immer so leicht gewesen, 13 Jahre früher wäre er pleite fast gewesen, hätte viele Schulden gehabt, aber er hat zurückgekämpft. And I won, big league. I used my brain and I used my negotiating skills and I worked it all out. Und jetzt sei seine Firma größer als je zuvor und er stärker als je zuvor und er habe mehr Spaß als je zuvor. Ein ganz spannender Satz fällt aber auch. Danach habe er den Namen Trump zur Highest Quality Brand gemacht, verkündet er stolz, zu einer Qualitätsmarke. Und ja, ich habe mal aus diesen 14 Staffeln, das sind ja wirklich 14 Jahre, so lange war er mit dieser Serie auf Sendung, seine vier vielleicht aufschlussreichsten Entlassungen zusammengestellt mit You Are Fired. Also Clip 12 bitte. Ja, unglaublich, oder? Ich gehe mal auf die letzte Entlassung ein, die vielleicht eben exemplarisch dafür stehen kann. Derek ist ein großgewachsener, bulliger junger Mann, der sich am Verhandlungstisch um den Kopf und Kragen redet, beiläufig sich als White Trash, weißen Abschaum, bezeichnet und Trump wird hellhörig, fragt nach. Ob Derek wirklich glaube, dass er jemanden einstelle, der sich selbst so abschätzig bezeichne, da ist Trump sichtlich angewidert. Und er echauffiert sich weiter. Terrible, you shouldn't use that word ever again, nachdem er ihn entlassen hat. White Trash, das findet ein Trump abscheulich. Und das ist ja auch ein politischer Begriff, weil das ist ja tatsächlich etwas, wie sich ein Teil der amerikanischen Bevölkerung bezeichnet. Und da kann man sich fragen, zumal das gegen Ende dieser Staffeln ist, war das schon Wahlkampf? Hat er da schon irgendwas gewusst, dass er in diese Richtung gehen will? Demagogie, Populismus, Faschismus gar? Oder liegt ihm diese vergessene Bevölkerungsschicht wirklich am Herzen? Das lässt er natürlich offen. Um Reichtum und wirtschaftlichen Erfolg geht es dann auch in Donald Trumps größtem schauspielerischen Misserfolg. Ghosts Can't Do It, mit dem wunderbaren deutschen Titel Mein Geist will immer nur das eine, aus dem Jahr 1989. Für diesen Film gewann Trump sogar die Goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller des Jahres. Also preisgekrönter Filmschauspieler. Donald Trump spielt hier an der Seite von Bo Derek und Anthony Quinn. Ein Geschäftsmann, der mit der attraktiven Blondine verhandeln muss. Diese ist jedoch siegessicher, da ihr der Geist ihres verstorbenen Mannes, Anthony Quinn, erscheint und die jeweils richtigen Sätze einflüstert. Als Trump dann seinem von Bo Derek gespielten Gegenüber offen droht, fällt ein entscheidender Satz. Und dann achten Sie mal auf seine mimische Reaktion. Clip 13 bitte. Also, dieser Film ist übrigens tatsächlich mit 4 goldenen Himbeeren, unter anderem als schlechtester Film des Jahres auch ausgezeichnet worden. Das nur vorweg. Den Satz, den ich gemeint habe vorhin, der war, you're too pretty to be bad. Du bist zu schön, um schlecht zu sein. Da verhält sich Trump wie der echte Trump. Er ist geschmeichelt, er fühlt sich wohl und verfällt in seine typische Mimik, indem er seinen Mund zu der kleinen runden Schnute macht, die ihn heute noch so leicht parodierbar sein lässt. You noticed, sagt er. Sie habe es bemerkt. Stolz. Und Anthony Quinn als Geist beginnt zu lachen. You got him. Diese Verhandlungssituation könnte als Sinnbild für alle gelten, die künftig mit Trump politisch zu tun haben. Denn wer ihm schmeichelt, der bekommt fast alles. Also man kann sich das ja mal anschauen. Großbritannien und Frankreich haben diese Strategie, glaube ich, angewandt und sind vielleicht erfolgreicher gewesen als andere Länder. Das Ego des Donald Trump steht jedenfalls über allem. Das kann man aus dieser Szene sehen. Und dennoch, das sieht man auch im zweiten Teil des Ausschnitts, den ich gezeigt habe, dennoch bleibt es bei Ghosts Can't Do It nicht dabei. Später trifft er sich eben nochmal mit Bo Dereks Figur, die er mit den Worten lobt, you are very good, you play the situation good. Und sie fragt zurück, so I beat the situation and not you. Also ich habe nur in der Situation gewonnen, aber nicht gegen dich. Exactly. Am Ende gewinnt immer Trump. Er wird als unbesiegbarer Meister inszeniert, der höchstens eine Schlacht verliert, aber nicht den Krieg. Ich habe von der Beliebigkeit von Trumps Image vorhin gesprochen und diese zeigt sich am besten in einem selbst für Wrestling-Anhänger schrecklichen Auftritt in einem WWE-Kampf. Für diese inszenierten Kampfshows geht es bekanntlich um möglichst außergewöhnliche gewalttätige Einlagen von Schauspielern gespielt. Es ist also alles vorher abgesprochen und das Publikum johlt dazu lauthals in großen Hallen. Und daraus sind eben auch Filme gemacht worden und
Diese Folge, in der er mitgewirkt hat, hieß The Battle of the Billionaires, die Schlacht der Milliardäre. Da gibt Trump den Wütenden, der auf seinen Milliardärskollegen Vince McMahon zukommt und diesen niederprügelt. Und bevor ich den Clip freigebe, möchte ich allen zart beseiteten Menschen hier im Saal wirklich noch eine Warnung vorwegstellen. Der folgende Clip kann Ihnen Albträume bereiten zumindest und ich möchte ihn wirklich Ihnen aber trotzdem nicht vorenthalten, da eine absurde und wirklich erschreckende Seite Trumps offenbart. Clip 14 bitte. Eine ganze Arena feiert Trump jubelnd, die Kommentatoren kriegen sich nicht mehr ein und Trump ballt die Siegerfaust. So weit, so normal im Wrestling. Doch dann artet es aus. Mr. McMahon, selbst Milliardär, wird auf einem Stuhl im Ring festgeschnallt, der optisch auch an den elektrischen Stuhl erinnern soll. Donald Trump und ein weiterer Kämpfer beginnen, McMahon die Haare abzurasieren. Blutrünstige Blicke Trumps machen Angst. Das Opfer bettelt um Gnade. Stop it, Donald. Es wirkt wie Folter. Und es sind die echten Haare McMahons. Und das ist eigentlich nicht üblich beim Wrestling. Normalerweise hätte man da eine Perücke oder etwas erwartet. Und das bringt selbst einen der ansonsten hartgesottenen Kommentatoren aus der Fassung, der voller Entsetzen in einem ehrlichen Moment ausruft, oh my God, und analysiert, Donald Trump is having too much fun though. Does he really think this is funny? Ironie der Geschichte ist es, dass die Ehefrau des Opfers, Ex-World Wrestling Entertainment-Präsidentin Linda McMahon, nun von Trump ins Kabinett berufen wurde. Sie soll als Head of Small Business Administration, Zitat, unsere Jobs zurückbringen und die belastende Regulierung zurückdrehen, die unserem Mittelstand wehtut, so Trump bei der Bekanntgabe. Ein Einzelfall? Keineswegs. Als Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner einen Cameo-Auftritt in der Serie Gossip Girl 2010 zum einjährigen Hochzeitstag geschenkt bekamen, erhielt die Producerin von Gossip Girl, Hope Hicks, ein Gegengeschenk. Sie wurde zur Kommunikationschefin in Trumps Wahlkampfteam ernannt. Also, das ist Methode. Und da sind wir auch schon fast bei der Satire. Trumps Kunstfigur ist prädestiniert für Ulk-Auftritte aller Art. Viele prominente Schauspieler und Komiker haben sich an ihm abgearbeitet und tun das immer noch. Am prominentesten und am exemplarischsten sind vier Darsteller. Zum einen Late-Night-Talker Jimmy Fallon, der ja unter anderem als Trump verkleidet Interviews mit den Kandidaten, mit den Führenden der Parteien führte. Unter anderem sogar mit Hillary und einmal mit Trump selbst. Das zeige ich Ihnen dann ganz am Schluss meines Vortrags. Können Sie sich schon mal drauf freuen. Dann der vielleicht hierzulande unbekannteste, John DiDomenico. Der hat eine eigene Sendung inzwischen auf Comedy Central, The President's Show. Die ist auch regelmäßig. Und der ist als Komiker schon seit Jahren als Trump auf den US-Fernsehkanälen zu sehen. Durfte dann sogar als Laudator bei der Verleihung der Goldenen Himbeeren letztes Jahr für die schlechteste weibliche Hauptrolle als Trump bei der Razzie-Verleihung auftreten. Und der Preis ging dann an Dakota Johnson für 50 Shades of Grey, wozu DiDomenico's Trump nur sagte, I actually liked her mom before she got old. Also Filmkenner wissen, was damit vielleicht gemeint ist. Ja, auch Hollywoods Superstar-Riege widmete sich Trump. Sogar Johnny Depp spielte bereits Trump, und zwar in dem 51-minütigen Biopic der Reihe Funny or Die, die angelegt ist als satirische Verfilmung von The Art of the Deal, also diesem Büchlein, wie gesagt, diesem Bestseller, bei dem Trump auch groß vorne drauf prangt. Das Ganze im Retro-Look der 80er gehalten, mit einer für Johnny Depp typischen hervorragenden Maske. Das werden wir ja nachher sehen und vielleicht, um diese Maske besser verstehen zu lernen, einen ganz kurzen Ausschnitt von Johnny Depps Auftritt bei Ellen DeGeneres. Nächsten Clip bitte. Ja, also wie gesagt, der Film nachher lohnt sich. Aktuell hat sich die Darstellung von Alec Baldwin als das Maß aller Dinge durchgesetzt. Für die Kultsendung Saturday Night Live, die es im Übrigen schon seit den 70er Jahren gibt und aktuell deswegen neue Höchstquoten erreicht, karikiert er Trump aufs Äußerste als unberechenbaren Volltrottel, der zum Beispiel den IS googeln muss und an dessen Seite Kate McKinnon, eine wunderbare Schauspielerin, die hier, wie heißt sie doch gleich, die Beraterin, die sich dann auf dieses Sofa setzte, ich habe es jetzt gerade nicht hier stehen,
Kellyanne Conway, die spielt sie hier. Und das ist eine Szene, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil sie tatsächlich auch gar nicht mehr online zur Verfügung steht oder so. Deswegen, das ist für mich der lustigste Clip, den Alec Baldwin in Zusammenhang mit Trump gemacht hat. Das ist kurz nach dem Wahltermin und all die Leute kommen jetzt rein, die eventuell für das Kabinett in Frage kommen oder die sich bei ihm bedanken wollen, jeweils angekündigt von dieser Kellyanne Conway, Kate McKinnon. Und ganz am Schluss, das ist vielleicht noch wichtig, der Grauhaarige, der kommt, das soll der Vizepräsident, der künftige Mike Pence sein. Also, und direkt im Anschluss an diesen Clip sehen wir noch eine Reaktion von Trump darauf. Also Clip 15 und 16 bitte. Ja, das ist wichtig. Trump macht sich Gedanken über seine Wirkung. Er sei viel netter, als Alec Baldwin ihn darstellt. Und er sagt viermal, ich bin nicht so gemein. I'm not so mean. Und im weiteren Fortgang des Interviews sagt Trump übrigens auch, dass er seine Rolle als Cheerleader for the country sehe. Trump als Entertainer, Trump als Showman. Trump als Businessman, der sich gerne mit Hollywood-Stars umgibt, solange sie ihm schmeicheln und er sich mit ihnen schmücken kann. Ja, und Hollywood und Donald Trump, das ist ohnehin eine Hassliebe. Wie passt das eigentlich zusammen? Spätestens nach Meryl Streeps bewegender Dankesrede für den Ehrenpreis bei den Golden Globes Anfang des Jahres ist die Haltung vieler Stars klar. Ich habe das mal kurz zusammengefasst. Clip 18 bitte. Was war Trumps Reaktion? Trump beschimpfte Meryl Streep danach in einem Tweet als eine der most overrated actresses in Hollywood. Dazu muss man wissen, dass Streep mit über 20 Oscar-Nominierungen in ihrer Karriere einsame Rekordhalterin in dieser Kategorie ist. Also Most Overrated Actress ist da schon ein Urteil. In Hollywood generell greift die Angst vor dem Tyrannen um sich und zugleich wird fleißig weiter parodiert. Das ist der Kontrast, in dem man sich bewegt. Wenige Schauspieler hatten im Wahlkampf den Mut, gegen Trump aufzustehen und Farbe zu bekennen. Die wenigsten taten es in aller Deutlichkeit, aber einer davon ist Robert De Niro und diese 50 Sekunden möchte ich Ihnen einmal zeigen. Ja, das sind starke Worte und die Ablehnung durch das linke Hollywood ist offensichtlich. Nur sehr wenige, wie Clint Eastwood vor allen Dingen, blieben Trump treu. Dabei ist die Grundfrage, warum ist Trump Hollywood überhaupt so wichtig? Und hilfreich kann da vielleicht der Blick auf seinen erklärten Lieblingsfilm sein. Citizen Kane von und mit Orson Welles. In einem Interview erläuterte Trump 2002, warum ihm dieser so gefalle. Und in diesem Ausschnitt, den ich zeige, da sehen Sie direkt eingeflochten und anknüpfend ein paar Parallelen zwischen dem Film Citizen Kane, der häufig als bester Film der Geschichte bezeichnet wird, und der Trumpschen Realität. Ist ein bisschen länger, aber ich glaube, es lohnt sich, sich das anzuschauen. Nächsten Clip bitte. Trump vergleicht sich mit Charles Foster Kane, dessen Aufstieg und Fall er gut nachvollziehen könne. Bei einem TV-Duell attackierte Trump Hillary gar mit den Worten, die in Teilen einer Passage aus Citizen Kane entnommen sind. Und Sie haben es gerade eben gehört, was er ihm nachschreit. I'm no cheap crooked politician. Das Wort crooked hat er sehr, sehr häufig verwendet in diesem Wahlkampf. Crooked Hillary wurde zum geflügelten Wort und er hat sich eben als Antipolitiker immer bezeichnet, ganz wie Charles Foster Kane. Und, das haben wir jetzt am Schluss gesehen, im Falle einer Wahlniederlage, so baute Trump im Keynesian Stil lange vor. Dann hätte man von Wahlbetrug ausgehen müssen, wenn er nicht gewinnt. Den Größenwahn der Hauptfigur, der Kane zum Scheitern verurteilt, den entdeckte Trump in seiner Analyse freilich nicht. Stattdessen antwortete Trump auf die Frage, was er Charles Foster Kane raten würde, get yourself a different woman. Also, ist Trump ein eben solcher poor little rich boy? Ist er Charles Foster Trump? Und damit sind wir beim Fazit so langsam angekommen. Wir kommen zur Grundfrage, was macht die Faszination dieses Donald Trump für die Filmwelt aus? Und die vielleicht beste Antwort dazu hat Bryan Cranston gegeben, den Sie als Walter White aus Breaking Bad kennen. Der hat eine sehr treffende Analyse in einem BBC News Interview 2016 noch im Wahlkampf geliefert, denn er sagt, Trump is a classic Shakespearean character. Ja, Bryan Cranston vergleicht ihn mit Shakespeare. Er sei ein Demagoge, der betont, alles ist schlecht und furchtbar, aber er biete keine Lösung an. Er sagt nur, dass es durch ihn besser werde. So eine Figur wie Trump habe er noch nie gesehen. Das fasziniere und verängstige zugleich. Und das ist auch das, wie es mir immer so ging bei der Vorbereitung. Man will eigentlich nicht hinschauen, aber man kann nicht anders.
Und welches Fazit lässt sich also ziehen aus der Trumpschen Filmanalyse, die wir hier gesehen haben? Trump hat eine Kunstfigur geschaffen, die unangreifbar ist. Eine Kunstfigur, die sich in die Köpfe der US-Bevölkerung eingebrannt hat, und das für 3 Jahrzehnte. 1987 wurde Trump erstmals als Präsidentschaftskandidat bei Larry King auf CNN bezeichnet. Das stritt er ab. 30 Jahre später ist er Präsident. Dazwischen liegt eine Kampagne, die bemerkenswert ist. Film, Fernsehen und Kino. Er ist ein Popstar, ein Entertainer, inszeniert als Macher und als Comicfigur zugleich. Unangreifbar eben. Vielleicht wird man ja in ein paar Jahrzehnten in den Medienwissenschaften auf diese Ära zurückblicken und sagen, das ist die Fortführung dessen, wie Film zu propagandistischen Zwecken missbraucht werden konnte. Wer weiß. Der Erfolg von Trump hat jedenfalls schon lange vor seinem Wahlkampf begonnen. Er ist faszinierend, ein shakespearescher Charakter. Wir können nur hoffen, dass es nicht so ausgeht wie häufig bei Shakespeare. Denn, das wissen wir, dort überleben die wenigsten. Aber zumindest wissen wir auch seit Ghosts Can't Do It, Trump is too pretty to be bad. Er hält sich für zu schön, um ein schlimmer Mensch zu sein. Er will geliebt werden. Zumindest das gibt ein klein wenig Anlass zur Hoffnung, dass uns die ganz große Katastrophe erspart bleibt. Auch wenn meine Prognose Sie vielleicht erschüttern dürfte, ich glaube, dass wir sogar eine zweite Amtszeit Trumps erleben werden. Aber das ist ja zum Glück nur meine Sicht. Wie viel davon ist eigentlich Absicht, werde ich oft gefragt nach meinem Vortrag, was er da gemacht hat. Hat er wirklich das alles darauf angelegt, dass er damit Präsident werden will? Ich halte es jedenfalls für eine groß angelegte Strategie für seine Marke, die er stärken wollte. Zum Präsidenten, das hat sich einfach so ergeben, dass er das dann irgendwann haben wollte, und er hat es geschafft. Seiner theatralen Wirkung ist sich ein Donald Trump jedenfalls bewusst. Und den Beweis dafür, den liefert eben der vorhin versprochene Auftritt, den ich Ihnen als allerletztes zeigen möchte, bei dem Late-Night-Talker Jimmy Fallon, der unter anderem die Golden Globes dieses Jahr moderiert hat und der eben als Trump-Imitator in seiner Sendung oft aufgetreten ist. Und ja, das ist vielleicht nochmal ein Beweis für diese shakespearesche These, die Bryan Cranston gebracht hat. Also den nächsten Clip bitte. Ja, Sie haben gesehen, wozu Donald Trump alles fähig ist in diesem Vortrag. Die Vermischung zwischen Entertainment und Politik, falls Sie das interessiert, Georg Seeslen, der von uns allen geschätzte Filmautor, hat ein kleines Buch rausgegeben, Trump, Populismus als Politik. Das gibt es für 7,90 €. Ich verdiene nichts dran, aber sehr lesenswert. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, weil das diese These vielleicht noch ein bisschen weiterzieht. Ein griechischer Gott, der in Kürbismilch gebadet hat, und er sitzt da und lässt das über sich ergehen. Alles ist huge. Wenn das nicht Shakespeare ist, die Einschätzung Bryan Cranston, dann weiß ich es auch nicht. Ich danke Ihnen in jedem Fall für Ihre Aufmerksamkeit, und jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Sie können noch mal ein bisschen frische Luft schnappen oder noch ein Getränk oben holen. Das Café hat noch offen, und dann geht's weiter mit den 50 Minuten Johnny Depp als Donald Trump. Danke Ihnen. Thank you.